Hallo Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start. So, ich habe jetzt ein bisschen warten müssen. Ich hatte euch ja gesagt, ich will da nochmal in die Kloake gehen. Und ich glaube, jetzt ist unser Manschkel angekommen. Ja, genau, jetzt steht er da unten. Dann machen wir das mal. Ich kann mich düster an den Quist erinnern. Eierjochen. Was für eine Begrüßung, oder? Emre 70 am Start. Los geht's mit Geralt. Ihr lebt und lebt. Auf geht's. Hey, Soldat. Mhm. Ihr könnt sicher gut mit dem Schwert umgehen. Was gibt's? Hört. Kurz vor dem Krieg habe ich Familienerbstücke und ein paar andere Wertsachen in den Kloaken versteckt. Und jetzt... Wollt ihr einen Fremden anheuern, um sie wiederzubekommen? Ist das euer Ernst? Wenn ihr mich ausrauben wolltet, wärt ihr ruhig geblieben. Ich kenne euch nur zu gut. Ich habe euresgleichen im Krieg gesehen. Der Tod war ihr ständiger Begleiter. Wie lautet jetzt der Plan? Ich sah Eindringlinge. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wollte ich das Versteck erreichen. Aber ihr könnt alles behalten, wenn ihr mir nur den Familienring zurückbringt. Warum ist dieser Ring so wertvoll? Familienangelegenheiten. Nicht weiter interessant für euch. Mit dem Ring komme ich zu meiner Erbschaft und das ist das wahre Vermögen. Erzählt mir mehr, aber wisset, ich töte keine Menschen. Geduld. Ich bin da nicht fertig und ihr zieht schon voreilige Schlüsse. Ja, ja. Untote treiben sich bei meinen Habseligkeiten rum. Ich will nur meinen Ring wiederhaben. Na gut. Gut. Und ich behalte alles? Außer dem Familienring? Genau. Da sind so einige Wertgegenstände in der Kiste. Gehört alles euch, im Tausch gegen den Ring. Dieser Schlüssel öffnet das Tor in den Kloaken. Und wo genau ist das Versteck? Wo genau kann ich dieses Versteck finden? Geht in die Kloaken und sucht nach einem Tor, links vom Eingang. Mein Schlüssel sollte passen. Dahinter findet ihr die Gruft, wo ich die Truhe versteckt habe. Und wo finde ich euch, wenn ich zurückkehre? Ich werde jeden Morgen hier warten, bevor ich mein Tagwerk beginne. Mhm. Ja, sein Tagwerk ist betteln und Leute ausrauben. Er ist ein Gauner. Wir werden natürlich schon den Schatz heben. Wir sind auch ein Gauner. Wir wollen natürlich die Kohle haben und alles, was da drin ist. Wenn wir uns schon durch die Viecher hier prügeln müssen, dann... Komm mal her, dich mache ich. Mache ich hier gleich noch zum Frühstück. Oh, das war jetzt zum Aufwärmen. Wie war das Plündern? Und ich habe... naja, viel Platz haben wir nicht, aber ich denke, es könnte reichen. Da wollen wir mal gucken. Ich glaube, das ist hier. Genau. Hallo? Ah ja. Ich habe das Spiel jetzt schon öfter gespielt, aber ich glaube, diese Quest habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Und es ist wieder dunkel. Ich will sofort eine Katze. Haben wir überhaupt noch eine Katze? Ja, hier. So. Oh, ich höre schon wieder. Wir speichern mal. Ja, hier, den Gruft, den nehmen wir. Weil ich kenne mich doch. Ich bin ja hier so der Clown. Eva das Silberschwert, genau. Und X war der schnelle... Oh, nee. Ach, du lieber Scheiße. Oh Gott. Geralt! Hör auf mir rumzuhüpfen! Brenn! Du bist hässlich! Geralt, würdest du bitte? Ich denke, hinter mir ist auch noch einer, oder? Na klar. Oh, wie viele sind denn da? Du bist fast tot. Hier geht's nicht lang. Stopp! Verdammt mich! Waldkauz? Sag mir jetzt bloß, ich habe keine Katze mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe keinen Heiltrank mehr? Das gibt's doch nicht. Oh Mann! Yeah.
Oh, 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 oh. Geralt, mach hinne. Kill dieses Ding. Ei, 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 ei. Oh, Mann. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, die brauchen wir auch später noch. Dass die so hardcore waren, verdammt mich. Und ich habe echt keinen Heiltrank mehr, wollt ihr mich verkennen? Ich höre noch mehr davon. Oh, ich hab Angst. Ich will hier nicht sein. Nee, jetzt will ich gar nicht mehr hier sein. Dieser kleine Schwachkopf, oder? Lässt uns hier seine Arbeit machen. Gott. Die Gruft ist wieder so groß. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. So. Da ist der Ausgang. Jetzt gucken wir mal in die Richtung. Ah, wir gehen Gang für Gang. Korridor. Nimm dein Schwert, Geralt. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Pack es nicht wieder ein, du. Hört ihr das? Gott. Nix wie raus hier. Die Seite ist leer, sauber. So. Da war gar nichts. Von da sind wir gekommen. Okay. Dann geht's nur da lang. Mhm. Oh, das ist wieder so riesig. Oh Gott, ich sehe schon. Gut. Und wir haben keinen Heiltrank. Haben wir hier irgendwo eine Feuerstelle, dass wir uns vielleicht noch einen bauen können? Natürlich nicht. Immer dasselbe, ne? Keine Feuerstelle? Das ist... Gott! Ich hab Angst! Scheiße. Es ist doch immer dasselbe mit mir, oder? Das ist eine Feuerstelle. Die ist wahrscheinlich hart umkämpft. Hört ihr das? Hört ihr das? Was denn jetzt? So, hat hier einer gepennt? Es sieht aus, als ob ich hier schon mal war. Oh. Ah, er will den Familienring, okay. Wer es findet, den gehört's. Ich muss zu meinem Arbeitgeber. Ich werde im Eingang der Kloake. Bla 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 blub blub blub. So. Ey, geht mir hier nicht auf die Nüsse. Ich muss erstmal schnell meditieren. Wenigstens eine Stunde oder so. Können wir was dran? Frauentränen, Bindekraut, Katze. Keine Schwalbe? Wollt ihr mich ver... Mach mal hier. Mischen. Da kann ich eine Schwalbe machen, oder? Ja. Das war alles? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin so schlecht. So, 2 Stunden. Weil wir wollen natürlich den Rest der Gruft auch noch untersuchen. Ihr habt ja gesehen. Oh, steh auf, Geralt! Oh mein Gott! Entschuldigung, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Ja, ich habe jetzt voll den Schreck gekriegt. Das tut mir leid. Voll hier schreckhaft. Achso, das hat man, die Quest hat man gemacht. Dann gucken wir mal. Okay, wir können da, vielleicht kann man da noch lang gehen. Mal schauen. Also da haben wir ein Feuer. Gut. Gesundheit haben wir noch. Einen Heiltrank haben wir uns basteln können. Hier geht's nirgendwo lang. Nimm dein Schwert und steck es ja nicht mehr weg. Seht ihr? Ich sehe es schon. Okay, also da geht nichts lang. Na gut, dann gehen wir hier noch her.
Zu schnell? Du kleine Dreckmade da hinter mir. Hier ist noch was. Oh Gott. Ja, ich bin nicht. Kann es nicht ändern. Mein Amulett wackelt immer noch. Hier ist noch irgendwo was. Na klar, komm her. Aus welchen Löchern kommt ihr eigentlich gekrochen? So, das Amulett ist ruhig. Nee, es ist noch nicht ruhig. Willst du vielleicht sterben? Ich höre noch was. Komm her hier. Geralt, lass ihn nicht zum Zuge kommen. Verdammt mich. Wo ist diese Möwe? Hier. Gut, danke. Eieieiei. Ey, ich höre es doch schon. Nein, nicht unterbrechen. Würdest du bitte mal. Hier ist nichts. Okay, hier ist auch nichts. Ist hier was drin? Nein. Gut, ich denke mal. Wir sind jetzt in dieser Gruft hier fertig. Die Geräusche machen mich irre. Oh Mann. Was habe ich mich da wieder eingelassen? Hier ist auch nichts mehr. Okay. Jo, ich denke, das war's dann. Nein, ich esse nicht. Einfach. So. Ich höre es doch. Ich finde den Ausweg schon wieder nicht mehr. Ich habe mich verlaufen. Das ist immer dasselbe. Geht es jetzt hier auch noch lang? Das ist... Nee, von da sind wir gekommen. Das ist die falsche Richtung. Von da sind wir doch auch gekommen, oder? Na klar. Achso, und hier ist zu. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Hallo? Einer da? Ich höre sie. Ich höre sie. Hört ihr sie auch? Ich höre das Getrampel. Hier war das Lagerfeuer. Verdammt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich will jetzt hier raus. Wir sind fertig. Ich weigere mich jetzt hier weiter zu sein. Psst. Geralt, nix wie raus hier. Wir sind ein guter Ungeheuertöter, oder? Wir haben voll den Schiss hier. Hier lang? Nee. Hier. Raus hier. Heieiei. Bei den Quest haben wir ja sowieso erledigt. So, hier, Kloake. Ja, wie gesagt, er ist ein Lügner und ein Betrüger. Deswegen denke ich mir, dass wir ihm das nicht geben. Wir verticken das lieber. Er kommt sowieso erst am nächsten Morgen wieder. Also ist das mal uninteressant jetzt. Du sagst es, dieser Regen. Aber wir verkaufen jetzt... Was für ein Wolkenbruch. Du sagst es, Mütchen. Völlig scheiße hier, ne? Eieiei, die rennen wie die Fliegen, aber wir auch. Ja, alles wird nass. So, wo ist denn der Antiquar da hinten? Ne, nicht den Reisenden. Geht doch mal weg von dem... Was für ein abscheuliches Wetter. Hier, zu dir. Was wollt ihr? Ja, was kaufen. verkaufen. So, den haben wir gelesen. Gut, 80 ist gut.
Das haben wir auch gelesen. Hier sieht man ja immer, ihr habt es bereits gelesen und dann kann man das natürlich auch guten Gewissens verkaufen. Mal schauen. Drachen, das sind Bomben, die uns ja nicht interessieren. Da seht ihr habt es bereits gelesen. Zeigt uns immer an, was wir schon gelesen haben und was nicht. Da, jetzt hätten wir zum Beispiel Sumpfpflanzen, könnten wir uns kaufen, das wollen wir aber nicht. So, okay. So, dann gehen wir mal zu ihm hier. Wo ist denn, er ist das hier, oder? Ja. Braucht ihr etwas? Ja, ich brauche Schnaps. Damit wir, wir haben echt keine Möwe mehr, ne? Das geht so nicht. So. Jetzt können wir mal gucken, was wir ihm hier verkaufen können. Zerab, zerab. Belegtes. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alle gefüttert, die es zu füttern gab. Ja, hört sich blöd an, ne? Aber irgendwie, glaube ich, haben wir alle versorgt. So, und du bist der andere. Mhm. Was kann ich für euch tun? Ja, na welchen Nutzen? Wie gesagt, völlig schwachsinnig. Also in den Familienring verkaufen wir jetzt noch nicht. 120 gibt es dafür. Wir verticken mal den da. Wir verticken den. Ja, den Diamant, den packen wir noch, den lagern wir ein. Ja, das war's dann. Es regnet so stark, dass ich nicht sehen kann. Ja, dann mach die Augen auf oder setz eine Brille auf, Mädchen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell zum Wirt. Nein, wir könnten noch mal schnell zu Leuwarden gehen. Ich glaube, Leuwarden verteilt die... Soltan hat uns gesagt, dass Leuwarden die Arbeit vergibt. Aber irgendwie müsste dann eigentlich in der Taverne einer sein, mit dem man saufen kann, der einem dann sagt, dass Leuwarden... halt da jemand ist. Schaut mal, hier draußen regnet ja doch ein bisschen, aber nicht so schlimm wie in der Stadt. Hm. Gucken wir mal, wo er ist. Der muss ja hier, genau. Es ist nicht gut, es regnet. Geh weg. So, komm mal du her. Ja? Ja. Ich vermute, ihr wisst etwas über die Salamandra. Ich weiß nichts. Wir werden sehen. Kann ich mich wieder der Arbeit widmen? Wir müssen über eure Geschäfte mit den Salamandra reden. Ich weiß, dass ihr einer Geheimorganisation angehört. Okay. Hexer, es besteht kein Zweifel, dass ihr Gespenster seht. Das habe ich schon mal gehört. Vergesst es. Es hat nichts mit den Salamandra zu tun. Ja, oh, ich denke, ich denke, das ist glaubwürdig. Ihr habt bezahlt, damit der Professor freigelassen wird. Warum sollte ich mich um einen Verbrecher bemühen? Warum nicht? Würde ich das so ungeschickt anstellen, dass ich selbst ins Visier gerate? Wahrscheinlich nicht. Ich habe keinen eindeutigen Beweis. Also lassen wir es gut sein. Vorerst. Kluge Entscheidung. Vielleicht solltet ihr euch öfter auf eure Instinkte verlassen. Das mache ich schon, hab nur keine Angst. Ich muss Boxfleisch befragen. Ja, ich komme hier irgendwie nicht weiter, ne, mit denen. Ich werde den Fall weiter bearbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Okay, dann wollten wir ja sowieso in die... Nein, du gefällst mir nicht. Es regnet und dann habe ich keinen Bock zum Vögeln. So, deswegen gehen wir jetzt wieder in den Tempelbezirk. Und werden... ich werde in die Taverne gehen, werde das Zeug umlagern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und machen uns auf den Weg zu Boxfleisch, würde ich sagen. Achso, und den können wir ja nur da ganz in der Früh treffen. Tja, mein scheußliches Wetter, oder? Bei uns geht jetzt auch langsam das Herbstwetter los. Aber ich sag's euch, wir an der Ostsee haben noch traumhaft schönes Wetter. Hör auf zu jammern. Schlimme Schmerzen in der Brust. Ja, Mädchen, tut mir leid. Na, Carmen, du stehst auch auf der Straße. Ist nichts los mit den Geschäften? Das ist ja natürlich scheiße. So. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald. Eure ML70. Ciao, ciao.